Moin Leute, Balkonsolaranlage, Fertigsystem oder selber bauen, was ist billiger? Die Frage möchte ich euch heute gerne beantworten. Dafür habe ich 4 verschiedene Testcases vorbereitet. Der eine ist eine Steckdosenanlage, das heißt, ich kaufe mir einfach ein paar Panels mit direktem Wechselrichter und stecke die in meine Steckdose. Das andere ist meine Anlage, also genau die, die ihr hier seht. Ne? Ich habe hier auch mal ein Panel als Beispiel hingetan. Das zweite wäre meine Anlage, wenn ich die nochmal komplett von vorne aufziehen würde. Da gäbe es ein paar Dinge, die könnte ich besser machen. Das möchte ich auch nochmal zeigen. Und eine vergleichbare Fertiganlage, das heißt dann Panels mit Batterie. Und zwar ein Lithium-Akku in der Größe, wie ich ihn auch habe, als Fertiganlage. Ich rechne euch das kurz vor, zeige es euch. Und ja, ich finde die Ergebnisse relativ überraschend, interessant auch. Das war eine Frage von einem meiner Zuschauer und ja, die beantworte ich sehr, sehr gerne. Also finde ich auch total spannend. Dann bis gleich. Kurze Erläuterung dazu. 3 Solarpanels, jeweils 150 Euro. 280 Batterien habe ich am Anfang neu gekauft. Die waren 2,90 Euro das Stück. Das war auch der größte Posten mit 812 Euro. Danach habe ich ja angefangen, recycelte Batterien zu verwenden. Das war erheblich billiger, 140 mal 0,25 Cent, also dann nur 21 Euro. Der Wechselrichter 2 Kilowatt, 300 Euro. Der Laderegler 60 Euro. Das BMS habe ich auch selber gebaut. Wollte ich auch irgendwann mal vorstellen. Das ist allerdings was komplizierter, mache ich aber noch. 70 Euro, also auch sehr günstig. Neues kostet um die 600 in der vergleichweisen Konfiguration. Und Kabel, ETC, alles mögliche, Lötzinn, was weiß ich, der ganze Kleinkram, den man braucht, habe ich mal mit 50 Euro ungefähr beaufschlagt. Also insgesamt 1763 Euro. Okay. Kurze Erläuterung hierzu. Steckdosenanlage, also einfach ein Plug-in-System. Das ist super einfach. Ich kaufe einfach ein paar Panels mit einem integrierten Wechselrichter. Das kostet ca. 600 Euro. Also ich habe da jetzt mal ein Angebot so gefunden. Montagematerial dafür, um das am Balkon anzubringen. Gab es jetzt nicht direkt, aber es gab andere Montagesysteme, die wären um die 50, also auch nicht die Welt. Damit komme ich auf 650 Euro. Das ist tatsächlich relativ günstig. Dazu muss man sagen, man kriegt keine Vergütung. Also das Ding ist, dass die Anlage speist ja andauernd ins Netz ein und wenn kein Verbraucher bei dir im Netz hängt in der Wohnung, also gerade nichts verbraucht wird, dann geht der Strom ins Leere oder er geht dann ins allgemeine Stromnetz oder zum Nachbarn. Und das Problem dabei ist, dass du es nicht vergütet bekommst. Das ist leider immer noch ein bisschen doof in Deutschland, aber soweit ich das bisher verstanden habe, kriegt man das tatsächlich nicht vergütet. So, wenn man jetzt einen alten Stromzähler hat, dann läuft der rückwärts. Das ist nicht erlaubt, aber es ist so und es wird teilweise wohl auch geduldet von den Stromwerken, aber man muss es eigentlich melden. Aber in dem Falle würde man es dann ja sogar vergütet bekommen, indirekt. Naja, so sieht's aus. Also ist eigentlich auch keine schlechte Lösung. Wer keinen Bock hat auf das ganze Zeug, kann einfach sich da so eine Steckdosenanlage holen. Ist relativ günstig, easy, kein Problem. Ich glaube, die Montage ist echt relativ unkompliziert. Da hat man dann relativ wenig Stress. Ist auch eine schöne Sache. Also nichts dagegen. Wie gesagt, hat nicht so den Komfort wie eine Batterieanlage. Ne? Die habe ich, da kann ich abends noch nutzen und alles. Finde ich jetzt persönlich was netter, aber besser als nichts. Kurze Erläuterung hierzu. Also das wäre eine mit meiner vergleichbare Fertiganlage, wo die Batterie, wo ich die quasi einfach so kaufe, anschließe und auch keinen Stress habe. BMS, alles drin. Komplette Fertiglösung, 3 Panels, wie bei mir auch, 450 Euro. Die Batterie ist wahnsinnig teuer, also von Victron, das ist jetzt eine vernünftige Marke, das wäre 4.700 Euro für so einen 4,5 Kilowattstunden Speicher, Pi mal Daumen. Man kriegt auch von Pilentec für 3.000 Euro einen Akku, das ist allerdings China-Ware. Was da drin steckt an Akkus, das weiß kein Mensch. Also keine Empfehlung von mir. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon mehrere, habe über 1.000 Akkus durchgetestet und die China-Dinger sind nicht gut. Also ist meine Erfahrung. Es mag auch Leute geben, die mir da widersprechen, ist meine Erfahrung, die halten nicht lang. Die neigen dazu, gefährlicher zu sein, sich schnell zu erhitzen und so weiter. Also ich habe persönlich da eher schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Okay, da muss jeder selber wissen. Ansonsten, der Wechselrichter habe ich jetzt wie bei mir gemacht, 300 Euro, der Laderegler 60 Euro, Kabel und so weiter 50 Euro, das fällt alles nicht wirklich ins Gewicht. Da komme ich dann über 5.560 Euro, also das ist schon richtig teuer. So, letzter Punkt, meine Anlage nochmal neu, also mit ein paar Änderungen. So, meine Anlage V2.0, kurze Erläuterung, drei Panels, 450 Euro, die Batterien, dieses Mal würde ich recycelte Batterien von Anfang an nehmen, da müsste ich ein paar mehr nehmen, weil die weniger Kapazität haben als die neue, da wäre ich bei 560 Batterien für 4,5 Kilowattstunden mal 25 Cent, komme ich auf 90 Euro, das ist echt Hammer, also billiger kriegt man die Dinger nicht und die sind gut, das sind keine Schrottakkus oder so, das sind vernünftige Markenakkus und ich weiß da, was ich habe. Beim Wechselrichter und dem Laderegler würde ich mir ein Kombisystem kaufen. Da gibt es von, ich glaube, Maximum Solar so ein PIP-Ladegerät. Also beides in einem mit 3 kW. Das kostet 333 Euro. Das finde ich eigentlich relativ fair. Ich habe da Gutes und Schlechtes von gehört. Mich persönlich überzeugt es, aber muss jeder selber wissen. Beim BMS, da darf man auf keinen Fall drauf verzichten, da kann man auch richtig sparen. Also eine Fertiglösung kostet 600 Euro vom Battrium, wie man es oft sieht in YouTube, bei anderen Channels oder so. Wenn man das Ganze selber baut mit einem Raspberry Pi und ein bisschen Ahnung hat, wie man es macht, komme ich mit 70 Euro hin und habe das alles echt tipptopp, kann an meinem Handy alles sehen und so. Aber ich zeige euch aus einer anderen Episode. Kabel und so weiter wieder 50 Euro, damit komme ich auf 993 Euro. Das ist schon auch echt eine Ansage. Also nochmal kurz zusammengefasst, alles verglichen. Ich sag jetzt mal meine Favoriten, wie ich es einsortieren würde. Das, was ich bevorzugen würde, wäre meine Anlage V2.0. Also das Ganze halt einfach nochmal ein bisschen cooler machen, recycelte Batterien nehmen. Da bin ich mit 993 Euro dabei, habe ein mega gutes System. Kann den Strom wirklich effektiv nutzen, den speichern, abends benutzen und so. Das ist wirklich ein cooles System, was mir sehr flexibel den Strom gibt und damit spare ich auch am meisten und kann den Strom, den ich produziere, auch am besten nutzen. Als zweites würde ich tatsächlich auch sagen, die Steckdosenanlage finde ich auch saucool. Das ist halt echt günstig, 650 Euro, damit bin ich durch. Und das ist super, also trotzdem, auch wenn man vielleicht nicht alles an Strom nutzt und so weiter und ein bisschen was verschenkt, trotzdem erzeugt ihr Strom und speist den ein. Ihr tut auf jeden Fall was Gutes für die Umwelt damit. Das ist eine coole Sache, wenn das viele Leute machen würden irgendwie, wäre das schön. Also das würde helfen, ne? Das sind halt, ja klar, das scheiß Braunkohle weg, ne? Das ist das Wichtigste im Moment in meinen Augen. Erlaubt sind aber hier, da müsst ihr aufpassen, maximal 600 Watt. Mehr ist in Deutschland im Moment nicht erlaubt. Also das haben die ein bisschen gelockert. Mittlerweile, wie gesagt, 600 Watt. Ihr kriegt es nicht vergütet, aber wie gesagt, trotzdem coole Sache, weil es gut ist für die Umwelt, finde ich. Damit spart man aber am wenigsten, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Als drittes würde ich jetzt meine Anlage nennen. Ich finde die super geil, die ist total flexibel, ich kann damit alles machen, nutzen, also im Prinzip funktioniert alles 1A. Als dritten Platz hat, weil ich einfach sage, hätte ich billiger machen können, habe ich jetzt draus gelernt. Macht es besser, macht es so, wie ich jetzt hier V2.0 beschrieben habe, dann kriegt ihr das Ganze echt für unter 1000 Euro, hammergeil. Ja, als letzter Platz, total abgeschlagen, Fertiganlage mit einer Fertigbatterie, absoluter Scheiß in meinen Augen, 5.560 Euro, die kriege ich nicht mal annähernd wieder rein, mit egal wie vielen Panels, das wird schwierig und das ist alles Mist, also wie lange die Batterien halten, weiß auch kein Mensch, was da drin steckt, weiß keiner so richtig, die China-Dinger kann ich nur ganz dringend von abraten, ich würde es nicht machen, müsst ihr selber entscheiden. Ansonsten, ja, 5000 Euro macht überhaupt keinen Sinn. Schwachsinn. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen bei der ganzen Sache. Wie gesagt, ich habe das alles relativ fix recherchiert, auf Anfrage von einem User halt. Fand ich auch eine saucoole Frage. Ich fand es auch selber wahnsinnig spannend, mir das mal anzugucken. Ja, in meinen Augen ganz klare Sache halt. Eigentlich alle Systeme ganz interessant. Bis auf die Fertiganlage finde ich eigentlich auch alles irgendwie also vertretbar in irgendeiner Form. Muss man dann sich selber auch ein bisschen entscheiden. Ist vielleicht auch eine Sache, ob man dann auch Spaß hat an so einem Gebastel oder so. Ne? Also je nachdem, wie wichtig einem das ist. Ja, ansonsten
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt, wie gesagt. Wenn ja, dann abonniert mich, gebt mir ein Like. Ich freue mich echt total über sowas. Das gibt mir irgendwie Feedback, dass das, was ich hier mache, nicht totaler Mist ist. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Mit dem nächsten Video werde ich wahrscheinlich den Elektroscooter vorstellen, den ich gebaut habe. Das ist auch eine ziemlich coole Sache.